erstmal wieder eure Katrin mit einem neuen Review für euch. Weiter geht's mit den Safari-Neuheiten 2017. Und da haben wir hier diesen wunderschönen Quetzalcoatlus mit einer Spannweite von etwas über 22 cm und einer Länge von 18,5 cm. Einer wunderschönen Gesichtsbemalung in Weiß, Hellblau und Rosa. Der Schnabel selbst kommt in Dunkelbraun daher. Das Modell zeigt sich in verschiedenen Brauntönen. Einmal dieses Dunkelbraun am Hals und auf der Rückenlinie und Hellbraun an den Flügeln. Wirklich sehr, sehr schön. So sieht dieses Modell dann also in der Nahansicht aus. Die Ansicht des Kopfes zunächst. Das ist sehr fein und sehr grazil gelungen hier bei diesem Modell. Kommt ohne großen Schnickschnack aus. Hier haben wir ein paar schöne kleine zarte Nüstern, ein winzig kleines und schön gemaltes Auge, ein pinkfarbener Kamm in Schweinchenrosa. Drehen wir doch mal ein bisschen um. Der Schnabel ist sehr schlank und grazil. Schon sehr schön gemacht. Kommen wir dann zur Ansicht des Halses. Das ist so koloriert worden, dass es ein bisschen aussieht wie Federflaum. Ansonsten zeigt er hier unten an der Unterseite so eine Art Kehlsack in Weiß. Das zieht sich auch noch den kompletten Hals runter bis zur Brust. Auch hier oben zeigt er eine kleine Federstruktur. Ja, es sieht ein bisschen aus wie Fell. Die Flügel selbst sind dagegen recht glatt gehalten. Hier sieht man noch recht schön die Strukturen der Arme und des Flugfingers. Eine kleine winzige Hand wird hier noch sichtbar, ne, und der abstehende Knochen hier am Arm. Ja, das wäre dann nochmal die Rückenpartie und dann auch nochmal der andere Flügel. So sehe dieses Modell dann einmal von unten aus. Zeigt sehr schöne Strukturen. Ja, auch das Weiß wird hier nochmal angedeutet wie Federn, Federflaum besser gesagt. Ein sehr zarter Körper und stehen hier noch ein paar Herstellerdaten drauf, der Flügel mal von unten und auch nochmal die andere Seite. Ist wirklich ein sehr graziles Modell, das wirklich ohne viel Schnickschnack daherkommt. Da hätten wir dann nochmal die beiden Füßchen hier und kleine abstehende Zehe haben wir da. Das ist wirklich sehr grazil, wenn man mal sieht. Winzig klein im Vergleich zu meiner Fingerkuppe. Meine Finger sind klein. Kurzes Stummelschwänzchen. So sieht es dann also aus. Wirklich ein sehr schönes kleines Modell und liebevoll bemalt. So sieht er dann einmal komplett von oben aus. So einmal komplett von hinten. So einmal direkt von vorn. Und einmal von seiner Unterseite. Tja, ihr Lieben, so kleine Modelle sind natürlich immer schnell gezeigt, ja. Wunderschönes Quetzalcoatlus-Modell aus dem Jahre 2017 von Safari. Und wie immer findet ihr in der Videobeschreibung, wo ihr dieses Modellchen ergattern könnt. Tja, ihr Lieben, und damit klinge ich mich auch schon wieder aus. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time bei Katrin. Habt euch wohl, bleibt mir treu und bis dann. Bye.